Ich habe letzte Woche ein Unboxing gemacht zur G502X Plus und heute gucken wir uns einmal ganz kurz die Software an. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Happy's Tech Lab, wo wir uns heute mal die G-Hub Software von Logitech anschauen in Bezug auf die G500X Plus. Einfach, dass ihr eine grobe Übersicht habt, welche Funktionalitäten habt ihr. Ein paar RGB-Themen schauen wir uns an, dass man einfach sieht, was kann ich mit der Maus eigentlich tun, was kann ich einstellen. Kurz gesagt, im Vorfeld schon, die Einstellungsmöglichkeiten, gerade von den Tasten her, von der Konfiguration, was ihr wie wo machen könnt, ist tatsächlich identisch zu der G502. Das heißt, da gibt es keine Unterschiede wirklich. Der größte Unterschied ist eigentlich RGB, weil ihr dann mehr Zonen RGB habt. Das heißt, ihr könnt mehrere Farben dann hinterlegen, sofern ihr eben die G502X Plus habt und nicht die normale X, weil nur die Plus dann das RGB noch hat. Aber das so mal dazu, wer die G502 auch nicht kennt, noch nie gesehen hat oder mal gucken möchte, wie kann ich welche Taste entsprechend konfigurieren, dann gibt es jetzt das kleine Tutorial. Das ist jetzt mal hier, ich habe jetzt die G502X Plus mal angeschlossen, das geht relativ simpel, wenn man die PowerMat hat im Übrigen. Und zwar gehe ich hier in die PowerPlay rein. Und dann sage ich hier einfach mit der bestehenden Maus, die ich habe, Verbindung trennen. Und dann schalte ich einfach die neue Maus an und dann erkennt er die automatisch schon. Das heißt, damit habe ich es auch dann direkt mit der PowerPlay hier verbunden. Dann haben wir hier die Einstellungen jetzt. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke auf das Gerät, dann kommt erstmal dieser schöne Willkommensbildschirm. Das ist die G502X Plus mit Hero 25K Sensor etc. Aktive DPI-Geschwindigkeit. Wir haben bei der alten, glaube ich, 900 DPI gehabt. Das heißt, das muss ich dann entsprechend hier noch einstellen dann einfach, dass das passt, weil das fehlt jetzt hier. Dann haben wir ihn drüber springen notfalls. Wir können hier weitergehen. Dann aktive Beleuchtung, Pulsar Point. Wir können sagen Wechsel, Atemeffekt etc. Das heißt, das kann man tatsächlich einstellen, wie das dann am Ende aussieht. Also ist ganz witzig, ist ein ganz cooles Gimmick eigentlich, aber ja, also entweder man verwendet es oder man verwendet es halt nicht. Das ist halt relativ simpel. Der Atemeffekt ist ganz cool, den zeige ich euch dann noch, also ich zeige euch dann im Nachgang nochmal die ganzen Effekte im Overlay, dann wie das ausschaut. Ultraschnelles Scrollrad, okay, das ultraschnelle Scrollrad mit zwei Modi ermöglicht sowohl die blitzschnelle Suche nach richtigen Meme als auch superpräzises Bunny Hopping. Klicken Sie auf die Taste direkt unter dem Scrollrad, um den Modus umzuschalten. Das habe ich euch gezeigt, das ist dieser Freilaufmodus. Abnehmbare DPI Shift, den benutze ich nie. Ich habe darauf immer die Schlagentaste drauf, weil ich eine Fixes habe. Destroyer Tank, Dragonfire Precision, integrierte Profile. Die Party geht los. Ah, okay, es gibt 5 Slots hier dann bei der Maus. Das ist gar nicht mal schlecht. So, und jetzt haben wir die DPI-Übersicht. Also wir stellen hier DPI mal auf 900. Und was wir auf jeden Fall machen, ich lösche die anderen DPI-Profile auf jeden Fall. So, weil die brauche ich nicht. Weil tatsächlich ist das so vollkommen okay. Dann haben wir hier die Tastenzuweisung. Das ist ähnlich wie beim anderen. Was wir hier haben, oh, nach links scrollen, nach rechts scrollen. Oh, das ist cool. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen, das ist cool. Also man hat nach oben scrollen, nach unten scrollen, das ist klar. Wir haben den Mittelklick, das ist auch klar. Aber wir haben 2 zusätzliche Tasten, weil ich kann hier das Mausrad nach links oder rechts noch drehen. Was gegebenenfalls in Spielen vielleicht spannend ist, wenn man dann eine Fähigkeit oder so dann draufpackt am Ende. Das ist cool. Dann haben wir hier die G-Shift. Das benutze ich, wie gesagt, nie, weil G-Shift benutze ich nicht. Und dann haben wir hier dann das am Ende. Okay, das heißt vor nach hinten, das ist normal. Und hier hatte ich immer dann entsprechend dann meinen Melee-Angriff zum Beispiel drauf für Overwatch. Und hier auf diesen Tasten hatte ich dann DP-Auflösung. Niedriger hatte ich hier auch nicht, weil ich hatte dann da entsprechend dann die Voice Lines und so weiter drauf für beispielsweise Overwatch oder Apex oder sonst irgendwas. Aber das ist dann das Ganze. Wie stellt man das Ganze um, wenn ich jetzt sage, okay, ich drücke hier drauf. Das ist jetzt G-Shift, kann ich sagen, Standardeinstellung verwenden, deaktivieren. Wenn ich auf die Taste drauf drücke und was man jetzt auch machen kann, ich kann hier sagen, achso, wir sind hier bei Befehlen, machen wir Tasten. Das war bei Overwatch, war es V zum Beispiel.
dann kann ich das einfach per Drag and Drop hier draufziehen. Jetzt habe ich hier ein V drauf. Was sehr, sehr cool ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich sagen Standardeinstellung verwenden und dann setzt er das auch wieder dann zurück. Wir können hier die Beleuchtung einstellen. So sieht das gerade aus. Das heißt, hier mal schönen Voreffekt. Wir können sagen feststehend, können dann eine Farbe auswählen. Hier seht das dann, also sieht genauso aus auf der Maus dann am Ende. Das heißt, Benutzer definiert, wir nehmen das. Das ist der Standardeffekt, den ich habe. Dann können wir hier sagen, aber auch wir können wechseln. Dann die Wechselrate, die Helligkeit kann man einstellen. Da kann ich aber den Effekt nicht einmachen, sondern nur eben entsprechend wechselt er wild durch. Wir können Atemeffekt machen mit der Farbe, die wir haben wollen. Können wir das hier auswählen, kann die Rate einstellen, die Helligkeit und dann pulsiert er einfach mit dieser Farbe dann so durch. Das ist relativ cool. Freestyle gibt es dann noch, das heißt, wir haben dann, oh mein Gott, wir haben verschiedene Coloring-Zonen hier. Das heißt, wir haben verschiedene Zonen, das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, du bist Lena, du bist, keine Ahnung, du bist rot, du bist gelb, du da hinten bist grün, keine Ahnung. Okay, dann kann man sich so einen schönen Regenbogen einfach da nochmal. Okay, das ist cool. Animationen, Ocean Wave, Red and White and Blue, okay, Vertical, okay, da geht er, okay, er geht dann hier, glaube ich, jetzt die verschiedenen Farben durch, die ich gemacht habe, und dann wechselt er das random dann durch mit den Farben, die ich definiert habe, glaube ich. Das ist witzig, also, braucht kein Mensch, aber ist witzig. Farbwelle haben wir hier noch. Freestyle-Effekt. Achso, keine Ahnung. Ja, löschen. Okay. Also ja, da kann man ein bisschen mit rumspielen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Freestyle, ich glaube, das war gerade falsch. Die Voreinstellung, dieser Preset mit dieser Farbwelle, das macht er automatisch. Freestyle ist wirklich, was er dann wie machen soll. Ich kann nur dann nicht ändern, was er, glaube ich, dann macht, wenn ich das richtig sehe. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da kann ich nur ein bisschen rumspielen dann. Ansonsten Voreinstellungen, was haben wir noch? Pulsar Point. Okay. Ne, das ist wirklich fix hier dann. Also das hat damit nichts zu tun, okay? Dann haben wir Screen Sampler. Da könnt ihr jetzt einen Screen abcapturen und könnt das dann verwenden dann als Coloring. Würde ich nicht verwenden, das ist mega performance-hungrig, das würde ich auf keinen Fall machen. Und Audio Visualizer, okay, da seht ihr halt dann die... Wo ist denn? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde den Atemeffekt cool mit meiner Standardfarbe. Das ist doch schön. Wir können auch gucken, ob es die richtige Farbe ist, weil ich glaube, das ist die falsche Farbe. Kann man hier einfach sich auch kopieren und dann hier einfach einfügen. So, jetzt haben wir die richtige Farbe. Sieht doch gut aus. Hervorragend. Ja, so sieht das Ganze aus. Lustigerweise, man kann die auch entsprechend dann, also die ist auch kompatibel mit dem Charging-Thema, also dass man sie entsprechend auch lädt. Jetzt muss ich nur gucken, wo hier die Einstellung dazu ist. Also Coloring mache ich auf jeden Fall fix, weil dann ist es, sonst ist es pro Applikation immer unterschiedlich. So, Akku kann je nach ausgewählten Beleuchtungseffekten unterschiedlich sein. Okay. Integrierter Speichermodus ist aus. Geräteeinstellungen. Effekt beim Status aktivieren. Effekt Beleuchtung der Inaktivität. Neutro 0. 1 Minute, 5 Minuten. Okay, wir haben hier die integrierten Profile. So, Stromverbrauch. Powerplay beeinflusst die maximale Ladekapazität. Okay. Ja, aber das ist soweit das Konstrukt hier. So sieht das aus. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt ein bisschen mit der Maus rum und dann gebe ich euch am Ende Feedback, wie gut die ist. Das war es jetzt mal kurz mit diesem kleinen
Übersichtsthema zur Software dann an sich. Mein Review habe ich ja schon im letzten Video grob gemacht am Ende hin. Das heißt, das habe ich euch hier oben auch nochmal verlinkt. Das heißt, das könnt ihr euch gerne nochmal angucken im Nachgang. Und weiterhin, ich finde, es ist eine sehr gute Maus. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig klar, was das mit den Doppelklicks ist. Das liegt auf jeden Fall nicht an der Maus. Es liegt, glaube ich, an dem Glaspad und der deutlich besseren Reibung, die es damit gibt. Da bin ich gerade noch ein bisschen am Gucken. Ich habe es mal auf einer normalen Stoffmatte probiert. Da hatte ich die Probleme nicht. Also es liegt wirklich daran, dass wenn man die Maus ganz leicht bewegt, stupst, dann macht er keinen Doppelklick, sondern macht er einen normalen Klick für eine Markierung etc. Das muss man einfach wissen. Da muss man sich ein bisschen einfach dran gewöhnen. Dann geht das dann. Ich habe das auch gar nicht mehr so oft mittlerweile. Es ist eine reine Gewöhnung. Wenn man das drin hat, gar kein Thema. Maus finde ich immer noch gut. Und wer das Geld übrig hat, kann sich da keine Gewichtsveränderung haben will, der kann sich die auch gerne dann holen, ist hoffentlich auch ein langfristiger Investor. Die Maus ist ziemlich teuer, wobei ich gesehen habe, sie gibt es ab und an auch mal im Angebot. Das heißt, schaut einfach auf geizhals.de, wie die Maus sich preislich verhält, wo ihr die im günstigen kaufen könnt, und dann würde ich da einfach entsprechend dann zuschlagen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Restesonntag. Und wenn ihr nicht genug von mir habt, schaut gerne auf meinen ganzen anderen YouTube-Kanälen oder auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Die Links gibt es alle unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen nach unten geben, aber bitte mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Das würde mir sehr helfen, dann kann ich auch die Videos entsprechend anpassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und bis nächste Woche zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss!